Ich wollte fragen, ob Sie auch denken, dass neurodivergente Menschen oder Neurodivergenz selbst in der Queer Theory mit eingeschlossen ist, ob das ein ähnliches Thema ist, ob es dazugehört, weil es geht ja auch um Systemfragen, es geht um Diskriminierung. Ich kenne mich in dem Bereich nicht gut aus, muss ich direkt voranschicken. Grundsätzlich weiß ich trotzdem, dass auch es eben ein wachsender Bereich gibt, sozusagen innerhalb der Queer Studies, an der Schnittstelle zu Disability Studies und auch Mad Studies, ja, wo durchaus Fragen diskutiert werden, weil es ja auch um Fragen geht, eigentlich, was ist eigentlich Normalität, was sind sozusagen Normen, ne, an denen auch dann Fragen sozusagen sich ausrichten danach, was sozusagen erwartbar, wie viel können Menschen arbeiten, wo sozusagen, wofür können Menschen sozusagen ausgebildet werden. Solche Fragen hängen ja im Grunde auch da dran. Aber auch Fragen von, wer hat sozusagen Zugang zu bestimmten Ressourcen, Zugang zum Beispiel zu einer Selbstbestimmung darauf, Familien zu gründen. Ja, das sind sozusagen alles, finde ich, Fragen, die auch dann im Zusammenhang stehen mit Themen, die eben auch die Queer Studies ja befassen. Und ich glaube, was ich wichtig finde, ist zu sehen, dass die Frage von Norm und Normalität eben, also das kritisch zu untersuchen, ist sozusagen ist wichtig, gar keine Frage. Aber wir müssen, glaube ich, auch genauso versuchen zu verstehen, eben welche gesellschaftlichen Verhältnisse das produzieren. Und wenn es, das ist kein, nicht wirklich auf die Frage von, also das, was Sie jetzt formuliert haben mit neurodivers, glaube ich, würde ich es nicht auswerten oder divergent. Würde ich das, glaube ich, nicht aus, würde ich das nicht, würde ich das nicht komplett darauf jetzt beziehen wollen. Aber Fragen etwa, und vielleicht könnte das etwas sein, was eine Brücke schlägt oder so. Fragen zum Beispiel von psychischem Leiden oder auch psychischen Erkrankungen sind, glaube ich, welche, die wir nicht nur auch aus einer queeren Perspektive in den Blick rücken können, im Sinne von, was gilt als psychisch gesund und krank. Sondern durchaus auch, welche gesellschaftlichen Verhältnisse produzieren auch Formen von Leid, ja? Und auch sozusagen von innerpsychischen Konflikten, die sehr überwältigend sein können. Und das wäre mir, glaube ich, ein wichtiger Punkt daran, ne? Zu sagen, dass wir schauen uns das am besten nicht nur an auf dieser Frage von, wie wird Normalität und das Nicht-Normale, wie wird dieser Gegensatz konstruiert, sondern eben auch. Und das finde ich eigentlich sogar für die Wissenschaft noch viel weiterführender. Wie wird eigentlich durch diese Konstruktion von was ist, gilt als normal und was als nicht normal, wie werden genau, wird dann die Frage nicht mehr gestellt, welche gesellschaftlichen Verhältnisse produzieren im Grunde eigentlich auch psychisches Leid oder psychische Konflikte? Wie gesagt, das ist nicht genau darauf jetzt konkretisiert, aber das zumindest sind Gedanken, die mir da kommen.